bin nicht verrückt! Gina! 3 Jahre sind vergangen, seit sich PC-Spieler das letzte Mal mit Brian Buskow und Gina Timmons durch einen Runaway-Teil rätseln durften. Im aktuellen 3. Teil, A Twist of Fate, müssen sie zunächst sehr stark sein. Der Protagonist Brian Buskow ist tot. Naja, irgendwie schon. Zumindest erleben sie, und natürlich auch Gina, zum Anfang des Spiels seine Beerdigung. Da damit das Spiel aber zu Ende wäre, bevor es überhaupt angefangen hat, steuern sie den sympathischen Brian nun in der Zeit vor dieser traurigen Zeremonie und erleben, wie er überhaupt in diese aussichtslose Situation hineingeraten ist. Dabei rätseln sie sich in typischer Point-and-Click-Manier durch liebevoll gestaltete Schauplätze. Sie dürfen diesmal sogar an vorbestimmten Stellen zwischen Charakteren wechseln und schubsen so nun auch Gina oder den Psychiater Bennett per Mausklick durch die Gegend. Um die Geschichte zu verstehen, müssen sie die Vorgänger nicht gespielt haben. Rückblenden auf die vorhergegangenen Serienteile sind clever in den Spielablauf integriert und erklären so auch Serieneinsteigern die Vorgeschichte. Zum einen preisen sie in Gestalt von Brian, einem Drehbuchschreiber, die Idee des ersten Runaway an. Vor dessen geistigen Auge und über ihren Bildschirm flimmern dann auch gleich die entsprechenden Spielszenen des Originals. Zum anderen führen sie als Insasse einer Nervenheilanstalt jede Menge Gespräche. Und zwar nicht nur mit anderen Patienten, sondern auch mit ihrem Seelenklempner, dem sie die Story des 2. Teils erzählen. Aber eines sei bereits den Skeptikern an ihnen an dieser Stelle verraten. Aliens bekommen sie außer in diesen Flashbacks in A Twist of Fate nicht mehr zu sehen. Das Spiel orientiert sich am erfolgreichen Erstling und ist somit erneut ein spannendes Roadmovie mit teils witzigen und teils schrulligen Charakteren geworden. Prima Idee. Doch genug von der Vergangenheit. Rätseldesign und filmreife Präsentation des Spiels in schicker Comic-Grafik überzeugen. Zwar fehlen in den wunderschönen handgezeichneten Hintergründen leider oft animierte Objekte, dafür sorgen wechselnde Kameraperspektiven für optische Abwechslung. Halt durch, jetzt kommt das Beste. Und jetzt wird der große Machete. Weil Brian einen Mord begangen hat, an den er sich nicht erinnern kann, sitzt er nun in einer Nervenheilanstalt. Dort begegnen ihm einige durchgeknallte Charaktere, wie etwa Marcello, dessen pantomimische Fähigkeiten sie ausnutzen, um in einen abgedunkelten Raum zu kommen und endlich ihre Flucht vorzubereiten. Der große Marcello hat sich teletransportiert. Ich habe mich teletransportiert. Dazu müssen sie ihm nur einreden, dass er einen Auftritt vor imaginärem Publikum absolviert. Beim Einstieg in eine imaginäre Kiste macht er sich nämlich so klein, dass er sich sogar durch die Lüftungsschächte der Anstalt bewegen kann. Die Kopfnüsse in Runaway 3 sind, obwohl teils abgedreht, immer nachvollziehbar verkettet und nie unfair. Sollten Sie trotzdem einmal nicht weiter wissen, hilft die witzige und mehrstufige Hilfefunktion weiter, bei der Ihnen ein Raumpfleger des Entwicklerstudios an der Hotline kluge Ratschläge gibt. Außerdem fasst ein Journal im Spiel die bisherigen Geschehnisse zusammen. Vorbildlich. Normal und damit was anfangen kann. Hast du das verstanden, du abgemagerte Tuss? In den zahlreichen Zwischensequenzen dreht das Spiel dann richtig auf und verbindet häufig sogar actionreiche Bilder mit eigens für das Spiel komponierten Liedern. Aber was? Banana! Schnell, steig ein! Sie ist abgehauen. Nein, wir werden sie finden. Die Füchsin ist so gut wie tot, das schwöre ich. Und wenn Sie dann mal denken, jetzt läuft alles wie am Schnürchen, dann schafft es A Twist of Fate immer wieder, Sie mit einer Storywendung zu überraschen. Außerdem lassen die Entwickler durch witzige Szenen oder die gut geschriebenen und exzellent vertonten Dialoge kaum eine Gelegenheit aus, bekannte Filme oder Spiele zu parodieren. Das 3. Runaway wirkt rund und wie aus einem Guss. Es ist nicht nur ein würdiger Abschluss der Serie geworden, sondern auch ein heißer Kandidat auf das Adventure des Jahres.